Der etwas andere Fußballtalk wird präsentiert von Ochsner Sport, Ihrem Fußballspezialisten und Ausrüster für Fanartikel. www.ochsnersport.ch und unterstützt von Eurosoccer, dem Schweizer Fußballmagazin. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Fußballtalk Kick It. Wir gehen in eine neue Runde und da fokussieren wir uns heute auf den FC Zürich. Nach einer enttäuschenden Vorrunde hat der FC Zürich jetzt ganz ein neues Gesicht. Es ist ein neuer Anfang, viele neue Herausforderungen und über die wollen wir heute reden. Unter anderem mit dem Sportchef, mit dem Freddy Wickel. Er ist nämlich heute bei uns. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Miteinander. Du hast, glaube ich, nicht grosse Winterpause gehabt, dank dem neuen Anfang, oder? Nein, wirklich nicht. Es ist einiges gelaufen und so, wie ich es eigentlich in dieser Art auch noch nie erlebt habe. Aber wenn es dann schlussendlich einigermaßen gut rauskommt, dann hat man das gerne investiert. Du hast gleichzeitig deinen Vertrag auch noch gerade verlängert bis 2014. Hättest du dann schon fast das 10-Jährige 2014? Ganz sicher, ja. 2013 ist es dann soweit, ja. Dann habe ich das mal noch einmal erlebt. Das ist auch gut, ja. Wenn es dann wirklich so weit das kommt, hat Seltenheitswert ja. Im Fußball. Denke schon, also. Mach mich nicht. Ja, stimmt. Nein, das wollte ich auch. Und das war eines der Ziele und eines der Motivationen, um den Vertrag wirklich zu verlängern. Die 10 Jahre wollte ich erleben. Noch nicht ganz 10 Jahre dabei, aber seit dem 2007 ist der Silvan Egerter, der Captain des FC Zürich. Auch du bist heute da. Herzlich willkommen. Merci vielmals. Wie geht es dir mit deiner Verletzung? Es geht besser. Ich denke, dass ich am Mittwoch wieder mit der Mannschaft mittrainieren kann. Und nach sicher noch eine Woche warten, bis ich dann auch einen Ernstkampf bestreiten kann. Und dann haben wir heute bei uns nicht den Jürg Stiel, sondern in Vertretung. Er weilt nämlich in der Ferien in Argentinien. Ich mache keinen Transfer, sondern ich höre sagen lassen. Das ist der Uli Forte. Du kommst sozusagen vom Hallenstadion jetzt zu unserem Studio, oder? Erzähl mal. Ja, ich durfte die letzte Woche Arno Del Curto ein bisschen über die Schulter schauen. Ich bin jetzt letztes Jahr in einigen Stage in ausländischen Mannschaften, in Deutschland, in England, in Italien, zuletzt beim SSC Neapel. Und darum habe ich gedacht, jetzt mache ich mal etwas anderes. Ich gehe mal ins Hockey. Also es ist nicht so, dass ich jetzt im Hockey rumschaue als Trainer, sondern einfach, mich hat Wunder genommen, wie macht das Arno Del Curto, einer der erfolgreichsten, nein, der erfolgreichste Hockeytrainer. Und ich muss sagen, es war sehr, sehr spannend. Und wie macht er es denn, Arno Del Curto? Er macht eigentlich das, was ich eigentlich erwartet habe. Er lebt, er trinkt, er schläft, er schnauft Hockey 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Every day. Und das macht ihn zu dem, was er ist. Gibt es eigentlich Parallelen zum Fußball? Ja. In der Führung sowieso. Also in der Führung sind's auch, ist es eine Mannschaftssportart. Auch sie haben 20 bis 24 Spieler im Kader, je nachdem, momentan haben sie ein bisschen weniger, weil sie haben auch einige Verletzte, wie der FCZ auch, aber es ist von der Menschenführung ist es ähnlich. Und dann kommt natürlich Taktik dazu, die nicht ganz vergleichbar ist, aber auch gewisse Details gemeinsam mit dem Fußball hat. Vielleicht die Chance, noch ein bisschen mehr zu vertiefen. Heute bist du aber eine neue Rolle, nämlich als Experte bei uns Gast. Ja, ich bin gerne da, also ich habe die Anfrage bekommen und ich versuche mein Bestes, damit man da den Jürg möglichst vergessen macht. Wenn wir schauen, ob das passiert, wir schauen natürlich am Anfang immer aufs aktuelle Geschehen. Und da ist der 5. auf der 4. Platzierte getroffen am Samstag. Der FC Zürich hat die Heim der FC Thun empfangen. Es sind schon fast 10 Jahre her, seit der FC Thun auswärts hat können. FC Zürich. Lass mal schauen, ob es das Wochenende anders war. 10.000 Zuschauer feierten sich und die neuen Stehplätze im Zürcher Letzigrund. Der FCZ ja mit großem Verletzungspech, Neuzugang Scott Suter trotzdem vorerst nur auf der Bank. Trainer Urs Fischer mit der genau gleichen Elf wie beim Sieg gegen GC. Und auch bei Thun fehlten 5 Spieler verletzt. Bernard Chalon setzte in der Offensive wieder auf die beiden Schneuli-Brüder. Der FCZ aber startete besser in die Partie. 23. Minute Eckball Enrique. Und das ist Nick Chi, der Doppeltorschütze vom letzten Wochenende mit der ersten Chance für den FCZ. Eine Viertelstunde später noch immer wartete man vergeblich auf eine gelungene Offensivaktion der Thuner. Der FCZ fängt den Ball ab. Ikchi, dann Oliver Buff und der sieht auf der rechten Seite Enrique, das 1:0 für den FCZ. Erstes Super League-Tor für den Neuzugang aus Brasilien und das wird gebührend gefeiert.
Pedro Henrique, ideal lanciert von Oliver Buff. Und dann ist er einfach schneller als Gegenspieler Biegler. Da Costa ohne Chance. Die Führung war verdient, der Heimclub eindeutig die aktivere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Dann war Pause und Scott Sutter blieb auch in Durchgang 2 noch auf der Bank. Es ging im gleichen Stil weiter auf dem Platz. Leoni mit dem langen Ball in Richtung Drmic. Matic ist eigentlich da, die Kopfballrückgabe aber viel zu kurz. Drmic dazwischen, immer noch Drmic. Kein Tor. Eine Riesenmöglichkeit zur Zwei-Tore-Führung für den FCZ. Josip Drmic, der Teenager im Sturm der Zürcher, zuerst gut vorbei an Da Costa, dann aber verpasst er den Moment fürs Zuspiel auf den mitgelaufenen Buff. Schlussendlich macht Matic seinen Fehler wieder gut und klärt. In der 67. Minute endlich mal der FC Thun. Schneuli auf den eben erst eingewechselten Mathieu Salomon. Abgeblockt zunächst der Ball, noch einmal Salomon. Schneuli 1:1. Marco Schneuli, ja wer sonst, der Neuzugang aus Bern bereits mit seinem dritten Treffer im dritten Spiel für den neuen Arbeitgeber. Raphael Koch mit ganz schlechtem Stellungsspiel. Marco Schneuli schleicht sich im Rücken weg und ist ganz alleine und trifft Volley zum 1:1 Ausgleich und das praktisch mit der ersten Torchance. Weitere Möglichkeiten gab es danach, aber keine mehr. Es blieb beim 1:1. Der FC Thun entführte dank seiner Effizienz einen Punkt aus dem Letzigrund und der FC Zürich wurde dafür bestraft, nicht mehr als ein Tor gemacht zu haben. 1:1, das Endresultat, wir haben es gehört. Freddy, ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbedingt das Resultat ist, was du angeschrieben hast. Nein, sicher nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, es liegt mir heute noch unglaublich auf. Das sind einfach die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du führen kommst. Und wir wollen noch ein bisschen führen kommen, wir müssen noch ein bisschen führen kommen. Klar, es ist mir bewusst, wir müssen bescheiden bleiben. Wir haben eigentlich einen guten Start gehabt. Für das, was wir gewusst haben, dass der Februar. Du hast ein bisschen Angst heisse, vor dem Februar, ja, das, oder? Darf man schon sagen? Ja, ich denke, nicht unbegründet. Mhm. Wir haben gewusst, dass es ein heißer Monat wird. Aber wenn du es so serviert bekommst, dass du wirklich irgendwie nach 3 Spieltagen könntest da stehen mit 7 Punkten, dann musst du das auch nehmen und dann musst du das zumachen. Aber da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Routine, die Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen Egoismus, der da ist, wenn man die Bilder jetzt sieht. Aber es ist klar, die Spiele musst du gewinnen, die musst du heimtragen. Mhm. Silvan, du hast leider von außen zuschauen. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so angenehm. Siehst du es gleich wie der Friede? Fehlt im Moment noch die Routine oder der Egoismus, wie man es jetzt gehört hat? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe es ähnlich gesehen wie der Friede auch, ja, sicher. Also, wenn man die 2 Chancen oder die Chance jetzt vom Drmic gesehen hat, er hat noch eine, die nicht gezeigt worden ist, wo er allein auf den Da Costa läuft. Wenn man dort das 2-0 schiessen könnte, denke ich, ist der Match gelaufen. Aber wir haben schon gegen GC gesehen, dass wir in der Offensive noch nicht so effizient sind, wie wir es gerne hätten. Wir haben junge Spieler, denen muss man Zeit geben und Geduld geben. Und dann denke ich, dass es gut wird kommen. Mhm. Uli, du hast geschaut zwischen dem wichtigen Spiel von Arno Delgurto. Was ist dir aufgefallen? Wie der Freddy das schon gesagt hat, den Sack hätten wir müssen zumachen als der FCZ. Weil Thun hat sich gewehrt, mit Händen und Füßen, haben eigentlich gemacht, was sie können, aber es sind nie richtig gefährlich geworden. Das Goal zum 1:1 ist aus dem Nichts rausgekommen, obwohl es der Schnöveli sehr schön gemacht hat, technisch gesehen. Aber der FCZ hätte vorher müssen den Sack zumachen und ein 2-Tore-Vorsprung wäre wahrscheinlich die Entscheidung gewesen in diesem Spiel. Wieder muss man sagen, Thun extrem effizient, oder? Eine Chance, ein Goal. Unglaublich, schon gegen GC war es ähnlich. Also ich muss sagen, der Bernard Jalan mit diesen Jungs holt momentan fast nahezu das Maximum raus. Mhm. Freddy, der Ausfisch hat nach 2 Runden bereits schon gesagt, dass man das Gefühl, die Harmonie sei in der Mannschaft schon da. Wie nimmst du die Mannschaft jetzt, die du so neu gebaut hast? Ja, ich sehe es so, dass sich wirklich jeder Mühe gibt und jeder will mit dieser Mannschaft weiterkommen. Dass jeder sich hineingibt und dass er die Harmonie irgendwo auch sucht oder dass das wieder als Team funktioniert. Das sind auch die älteren Spieler sicher angesprochen, die dort mithelfen.
das ist ein guter Weg, das ist gut und du darfst sowieso nach einem solchen Umbau nicht gerade erwarten, dass alles läuft und gut kommt. Aber ich denke, es braucht die Führungsspieler, die herstehen und versuchen, das ganze Team ein bisschen herzubringen und möglichst schnell auf einen gemeinsamen, guten, richtigen Weg zu bringen. Jetzt hat der Neuzugang, der Pedro, das erste Goal gemacht für den FC Zürich. Wie zufrieden bist du mit ihm? Ja, er zeigt das, was man eigentlich von ihm erwartet, muss ich so nüchtern eigentlich irgendwo sagen. Wir haben schon länger gewusst, dass uns Juric wird verlassen. Wenn nicht im Winter, dann wäre es dann spätestens im Sommer der Fall gewesen. Wir haben eigentlich genau das Bild gehabt, was wir für ihn für einen Ersatz oder für einen Spieler suchen. Dass wir wieder einen technisch guten, schnellen Spieler wollen, der an der Seitenlinie auch bleibt. Wir haben 5-6 Kandidaten gehabt. Das eine oder andere ist nicht gegangen. Der Pedro Henrique haben wir, ich denke, im Herbst das erste Mal halt wirklich nur auf Video gesehen, ein paar Mal gesehen. Das hat uns gefallen, was wir dort so haben können anschauen konnten. Wir konnten ihn ins Trainingslager einladen. Und ich denke, dort war jedem ziemlich schnell bewusst gewesen, dass er gut kommen kann, dass da ein gewisses Potenzial vorhanden ist. Uli, wie schätzt du das Potenzial von Pedro ein? Ja, also von dem, was man jetzt bis jetzt gesehen hat, war ja noch nicht viel gewesen, aber das, was man sieht, ist ein Juric-Typ, extra für die Position auch geholt. Also schnell, trickreich, sehr viel Fantasie, probiert manchmal gewisse Sachen, die Mitspieler wahrscheinlich nicht ganz darauf eingehen können, aber spricht für ihn und für seinen Mut. Und ich denke, das Goal, das wird ihm gut tun jetzt für den weiteren Weg beim FCZ. Wir reden natürlich über Neuzugänge nachher noch ausführlich. Zuerst schauen wir noch schnell in die Schlagzeile. Auch da hat es natürlich wieder ein paar spannende Wochenende gegeben. Wir starten da gerade mit der ersten. Challenge League spielt verrückt, Wettrüsten gegen den Abstieg. Bis auf St. Gallen kümmern sich auch. Ich muss noch mal anfangen. Ich muss es durch. Weißt du, ich nehme es doch an die Platte. Ist gut. Ja. Hey, was für dich einfacher ist? Okay. Challenge League spielt verrückt, Wettrüsten gegen den Abstieg. Bis auf St. Gallen könnte es noch jeden erwischen. Sogar der zweite Bellinzona hat nur 10 Punkte Vorsprung auf den Strich. Klar, dass die Clubs über den Winter deshalb groß aufgerüstet haben. 48 Fußballer haben die 16 Mannschaften bis jetzt schon verpflichtet. Macht im Schnitt 3 neue pro Team. Wichtiges Thema natürlich auch bei uns auf dem Sender ist die Challenge League, Uli. Du hast ja doch mit St. Gallen auch ein paar Erfahrungen gemacht. Die Reduktion jetzt um 5 Mannschaften scheint die Challenge League doch verrückt zu machen. Unbedingt, weil jede Mannschaft will unbedingt in der Liga bleiben. Und das Problem ist, dass es einen grossen Schnitt gibt und jede Mannschaft kann bereicht werden. Wenn man jetzt die Tabelle anschaut, ist es so eng beieinander. Und ich bin sicher, es wird noch viel, viel strüber werden, wenn die Rückrunde dann losgeht und ein gewisses Stadium ist, Richtung April, wenn es dann um Platz geht, bin ich überzeugt, dass da noch einige Kopf-über-Hals-Aktionen werden stattfinden. Glaubst du das auch, Fredi? Richtig Straub wird in der Challenge League? Ja, es kommt dann immer noch ein bisschen darauf an, was für Zeit du hast, um irgendetwas noch zu verpflichten. Aber es ist klar, es ist losgegangen jetzt, der Kampf um die 10 Plätze. Ich denke, es ist vor allem ein wichtiger Schritt für den Schweizer Fußball. Ich bin froh, dass wir dort reduzieren. Ich bin froh, gibt es eine dritte Liga so quasi. Ich denke, das bringt uns alle zusammen weiter und führen. Aber es ist logisch, dass nicht jeder Verein Freude hat und vor allem die einen Vereine ein bisschen weniger zu tun vielleicht gehabt haben als wir, aber dafür auch nicht besser geschlafen haben, weil eine gewisse Angst natürlich da ist. Oder dass sie plötzlich keine Rolle mehr können spielen. Was hast du das Gefühl, welche 5 werden müssen absteigen in die dritte Liga?
Das ist immer so. Nachher hast du irgendeinen Kollegen, der dann trifft und sagt, du hast gesagt, dass der und der. Also du musst immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Sachen. Ich denke, der ein oder andere Club hat sich schon ein bisschen damit abgefunden. Das ist für ihn ein bisschen weniger schwierig. Aber es gibt wirklich nur etwa ein, zwei Clubs und alle anderen hoffen. Und jetzt kann ich auch gut sagen, dass wir alle gut gesinnt sind. Ich hoffe es ja für jeden, dass er irgendwo oben bleiben kann. Das hoffe ich doch auch. Ja. Wir sind auf jeden Fall jeden Montag mit dabei, das ist klar. Bellinzona wird ganz spannend mit dem Hakan Yakin. Jetzt schauen wir gerade auf die nächsten Schlagziele. Spannend wird es nämlich auch am Mittwochabend im Schweizer Fußball. Vor dem Hit gegen den FC Basel. Lahm schlägt bei Bayern Alarm. Nach dem 0:0 in Freiburg knallt es bei Basels Champions League Gegner Bayern München an allen Ecken und Enden. Mit so einer Leistung haben wir in Basel keine Chance, hat der Lahm gesagt. Uli, du bist jetzt auch im deutschen Fußball unterwegs, siehst am einen oder anderen Ort auch hospitiert. Siehst du das auch so wie der Lahm? Ja, es erstaunt mich einfach immer wieder, dass der Lahm jeweils über Press Dampf macht, den eigenen Spieler. Also ich würde mir wünschen als Trainer, dass er mehr auf dem Platz bewegt und statt immer nur nebendran bei den Medien das zu machen. Aber es ist wirklich so, momentan ist Bayern ein bisschen in der Sackgasse rein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Basel am nächsten Mittwoch im Jockeli etwas holen kann gegen die Bayern in diesem Zustand. Gut, Simon, du hast die Erfahrung schon gemacht, die und anderem auch schon dürfen gegen Bayern München spielen. Wie siehst du, oder wie schätzt du die Chance nie am Mittwochabend, jetzt gerade mit dieser Ausgangslage vom Wochenende? Ich denke, Basel wird sicher eine Chance haben. Also, wenn 40'000 Leute im Jockeli sind und Basel werden unterstützen, wird es auch Bayern München nicht einfach haben. Vor allem mit dem Zustand, wo sie jetzt sind. Sie sind in einer kleinen Krise. Und wenn Basel die Leistungen anknüpfen kann, die sie gegen ManU gezeigt haben, denke ich, dass sie ein positives Resultat können holen können. Mhm. Ready? Ist das auch so? Ich meine, ihr habt ja doch auch die Erfahrung gemacht, dass sie im entscheidenden Moment sie dann eben doch auch die Leistung abrufen können. Ja, und ich hoffe ganz fest, dass sie ein positives Ereignis oder Ergebnis holen diese Woche. Dass gefordert werden, wenn noch etwas, dass die Limite mir da du hast ja dann genau, dass sie richtig kaputt sind. Das wäre schön. Nein, das ist auch für den, also schon gegen ManU auch. Ich habe, du hast mit dem Club Kontakt, ich habe ihnen viel Glück gewünscht. Und da musst du wirklich auch für den Schweizer Fußball denken. Es war sensationell, was sie erreicht haben. Und da bin ich am Mittwoch, also da hoffe ich wirklich für den Schweizer Fußball, dass das eine gute Werbung, ein gutes Resultat gibt. Das hilft uns allen zusammen. Und uns vielleicht ein bisschen mehr auf den Samstag bezogen. Dann, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass du noch mitfühlen kannst mit so einer Uli Hoeneß bei Bayern München. Oder? So in solchen Situationen ist es wahrscheinlich jetzt aber alles andere wie einfach. Oder? Ja, du kennst die Situationen schon auch. Natürlich von einem ganz anderen Level, aber leider. Das ist so. Aber was der Uli sagt, ist, etwa die ist ganz, vielleicht macht es den Lahm fast ein bisschen zu viel. Das stimmt. Aber etwa die wäre ich auch froh, oder bist du auch froh, als wenn du jetzt einen Verein führst, dass du einen Spieler hast, der vielleicht auch mal ein bisschen lauter wird oder dann auch über die Presse geht und so etwas produziert. Das kann dir auch helfen. Und gerade in solchen Situationen, wenn du ein bisschen ablenken kannst oder wenn du ein bisschen Ablenkung findest, dann ja, kannst du durchaus auch dankbar sein für das. Mhm. Ein Thema muss ich jetzt gleich noch schnell aufgreifen, weil mich hat schockiert. Otto Rehhagel ist zurück in der Bundesliga, Uli. Wie Hertha Berlin? Ich habe doch wirklich gestaunt. Ist es dir auch so gegangen? Ja, alle haben, glaube ich, gestaunt, weil Hertha Berlin hat Anfang der Saison eine Jugendpolitik rausgegeben. Also junge Spieler, einen jungen Trainer haben sie richtig, gehabt. Richtig, genau. Das ist ja... Jetzt haben sie alles über den Haufen gerührt, so wie es aussieht. Und man sieht einmal mehr im Fußball, wie es halt ist, wenn der Stress anfängt und wenn der Strich immer näher kommt. Sie haben 20 Punkte geholt nach der Vorrunde und haben sich in einem sicheren Mittelfeld gewähnt. Plötzlich kommt der Strich immer näher, Spiel für Spiel. Und ja, dann machen die Präsidenten bzw. die Sportchefs machen dann Sachen, die vielleicht nicht ganz der Philosophie entsprechen. Ich musste im ersten Moment auch staunen, aber wenn es jetzt wirklich nur bis im Sommer ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der selbst Otto Rehhagel dort etwas rausholen kann, mit seiner Art, mit seinen Sprüchen, mit seiner positiven Art. Aber wenn längerfristig geschaffen werden sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Otto Rehhagel der richtige Mann ist. Aber ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Meiner Meinung nach, kurzfristige Lösung ja, langfristig eher nein.
Kurzfristige Lösung, ja. Kann ein 73-Jähriger noch mit dem 19-Jährigen reden? Ich meine, ich kann es dich fragen. Hast du ein cool Notaré, Hagel? Hat das bei dir einen Effekt noch? Ja, eher schwierig, denke ich mal. Ich sehe es ja schon jetzt bei uns im FCZ. Wir haben sehr junge Spieler im Kader. Würdest du mir nicht sagen, dass du schon die Sprache nicht mehr verstehst? Es wird schwierig. Ja, sicher. Nein, das ist zu alt. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Hast du das Gefühl, unser Trainer sagt schon ein bisschen zu alt? Nein, das schon nicht. Aber es ist sicher, wir reden andere Themen auf dem Platz. Und klar, der Trainer auf dem Platz ist wieder etwas anderes. Der gibt den Takt vor und die Spieler haben das Vollgang. Wir werden sehen, ob das dort gut kommt in Berlin. Ich nehme an, du hättest ihn nicht geholt, oder? Das kann man so nicht sagen. Ich sehe nicht die Mannschaft drin, ich weiß nicht, wie die Mannschaft noch lebt. Und ich hoffe einfach wirklich ganz fest, dass es nur eine Übergangslösung. Also alles andere würde mich wirklich enttäuschen und würde mich auch vom Preetz irgendwo enttäuschen. Ich habe ein bisschen verfolgt, was er gemacht hat, wenn er es macht. Ich habe mindestens am Anfang immer unglaublich gute Gefühle gehabt für ihn, für seine Arbeit. Für mich sieht es jetzt so ein bisschen aus, ja. So ein bisschen Rücken an die Wand, also die letzte Verzweiflungstat noch irgendwo. Und vielleicht hat er recht, vielleicht ist das, was die Mannschaft noch braucht. Aber dann kann es wirklich noch sein bis Ende Saison. Und vielleicht geht es dann, ja, der Schuss wirklich nur hinten raus. Und das wünsche ich eigentlich vor allem auch ihn nicht. Und irgendwo Hertha, ja, schon als kleiner Bub war immer so ein bisschen deine Mannschaft gewesen, weil der erste Schweizer Fußballer, den ich so erlebt habe im Ausland, war der Kudi Müller gewesen. Und darum hast du auch mal ein bisschen Hertha geschaut. Schon noch irgendwo so ein bisschen Liebe. Das verstehe ich. Ja, wir werden es sehen, wir bleiben sicher auch dem Thema dran, das ist klar, da bei Kickit. Und bei uns gibt es neuerdings auch immer etwas Spannendes zu gewinnen. Das ist der Wettbewerb der heutigen Sendung. 2x2 Tickets für das Freundschaftsspiel Schweiz-Argentinien gibt es, wenn Sie ein SMS mit dem Keyword Kick an Zielnummer 700 senden. Dann gibt es aber eine weitere Möglichkeit. Falls Sie keines von den Tickets gewinnen sollten, dann können Sie noch bei der Ochsersport-Filiale in Bern vorbeischauen. Am 29.02. am Mittwochmorgen ist das, genau. Sie müssen sich einfach als Schweizer Fan zu erkennen geben. Die ersten 5, die kommen noch 2 zusätzliche Tickets über. So, und jetzt steigen wir definitiv ein. SEMO, FC Zürich und Neuanfang. Welche gegangen sind, welche Spieler und welche jungen, neuen Talente Fredi Bickel verpflichtet hat, das schauen wir uns jetzt an. Von allen Super League-Clubs hat der FC Zürich in der Winterpause den grössten Schnitt gemacht. Nach der schwachen Vorrunde war dieser Umsturz im Kader beinahe unumgänglich geworden. Die noch in der letzten Saison hochgelobte Offensivabteilung wurde komplett ausgewechselt. Memedi, Margera, Gajic, Alphons und Juric verließen den Verein während der Winterpause. Zusätzlich wechselte einer der wenigen Lichtblicke der Vorrunde, Ricardo Rodriguez, in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Finanziell hat sich dieser Ausverkauf auf alle Fälle gelohnt. Von den rekordverdächtigen 17 Millionen Franken sollen gut 75% in die Kassen des FCZ geflossen sein. Eine schöne Stange Geld für Schweizer Verhältnisse. Mit diesen Einnahmen hat Sportchef Fredi Bickel der Mannschaft ein neues Gesicht verpasst. Loris Benito, Stefan Glaner, Asmir Gajevic, Pedro Enrique Gonzen, Raphael Ramazzotti und leihweise auch noch Scott Sutter stießen auf die Rückrunde zu den Zürchern. Die Frage ist nun, wie gut ist die Qualität der Neuzugänge und wie schnell fügen sie sich in die Mannschaft ein? Wird die Rückrunde zu einer Art Einspielphase für die nächste Saison? Einen direkten Absteiger wird es nicht geben. Oder geht in der Tabelle sogar noch etwas nach oben? Die Frage nehme ich gerade auf, Fredi. Ist es die Vorbereitung auf die neue Saison oder geht noch etwas nach oben? Ich habe das überall ein bisschen gelesen und gehört, dass ich die Vorbereitung auf die neue Saison. Ich wehre mich dagegen und ich will da nicht, dass es so ist. Und ich will vor allem nicht, dass das die Spieler so das Gefühl haben. Ich denke schon, dass wir diese Saison schon etwas reissen oder noch etwas probieren. Ja, liebst du so weit führen, dass es noch irgendwo europäisch langt für die nächste Saison wieder. Das ist und muss das Ziel bleiben, auch wenn du jetzt natürlich klar am Anfang das Spiel für Spiel musst nehmen. Und darum vielleicht komme ich noch einmal auf den letzten Match zurück. Das sind, wenn du führen willst, das sind genau die Spiele, die du dazu musst gewinnen. Und für mich ist das sicher ein Rückschlag oder für uns, für die FC Zürich.
Gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, ich meine, es hat noch mal eine komplett neue Mannschaft gegeben, ein neues Gesicht. Ich glaube, für dich als Sportchef wahrscheinlich sehr eine grosse Herausforderung. Oder ist das genau das, was du gerne machen tust? Ja, gerne machen. Nein, im Gegenteil. Vielleicht war es ein Fehler von mir immer. Ich hänge schaurig an den Spielern und etwa die fast zu fest und vielleicht etwa die auch zu lang. Und vielleicht haben wir es wirklich auch verpasst, dass du früher die ein oder andere Änderung schon gemacht hättest. Dann hättest du jetzt nicht so radikal müssen reinfahren. Jetzt ist dir ja wirklich fast nichts anderes übrig geblieben. Das heisst, man hätte ganz sicher das ein oder andere noch können zurückgeben. Das ist ja so. Man hat vielleicht ein bisschen weniger lang gekämpft für einen Spieler, um da zu bleiben, als man sie in früheren Jahren gemacht hat. Und das hat sicher mit der Tabellensituation zu tun. Wenn du irgendwo noch um den Titel würdest mitspielen, dann hättest du vielleicht versucht, den Spieler zu überzeugen, dass er für sie gut ist, wenn sie noch ein Zeitchen oder noch mindestens ein halbes Jahr wieder beim FC Zürich anhängen. Dieses Jahr spielt man nicht mehr um den Meistertitel, das ist klar. Und darum macht auch der Wechsel sofort einen Sinn. Das ist schon logisch. Aber es ist auch klar, dass das auch immer nervös macht, weil du hast schon ein gewisses Bild von einer Mannschaft oder von gewissen Spielern. Aber ob denn das wirklich auch so ist, wie du dir vorstellst, das zeigt sich dann immer zuerst auf dem Platz. Dort liegt die Wahrheit. Haben wir jetzt auch gerade gesehen, oder? Ja. Am Wochenende. Uli, wie hast denn du diesen Schnitt jetzt erlebt? Ich finde es so spannend, dass jetzt Fredi sagt, man hängt als Sportchef irgendwo auch an den Spieler. Man hat eine emotionale Bindung dazu. Vielleicht fast ein bisschen zu lang gewartet. Ja, zu lang gewartet kann man jetzt nicht sagen, weil es sind auch immer Verträge rum. Also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Mhm. Und die Nachfrage war jetzt sehr gross gewesen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man jetzt einen Rodriguez hätte können heben. Erstens, weil man von ihren linken Außenverteidiger 10 Millionen bekommen hat. Ich sage jetzt mal rund 10 Millionen, ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht. Und zweitens, will man als FCZ so einem Jungen so eine Chance verbauen, der kann sich zwei Wochen später verletzen und fällt aus für das nächste Jahr. Und dann kann man so einen fast nicht heben. Und darum, denke ich, ist so ein Schnitt unumgänglich gewesen jetzt in dieser Situation. Das Problem war folgendes, es hat ja schon vorher angefangen. Sie haben zwar eine super Rückrunde gespielt letzte Saison, wo sie bis zum letzten Spiel um den Meistertitel können mitspielen konnten. Aber man darf nicht vergessen, vorher, als Bernard Schaland vom FCZ gehen musste, war es so, dass es nicht gut gelaufen ist. Oder man hat dort nicht einmal die europäischen Plätze erreicht. Dann hat man eine super Rückrunde gespielt, gute Vorrunde mit einer super Rückrunde in der letzten Saison. Und das hat vielleicht dem einen oder anderen Spieler ein bisschen Sand in die Augen gestreut, wo man das Gefühl hatte, hey, neue Saison läuft automatisch so weiter. Und im Fußball, das wissen die zwei Herren besser als ich, im Fußball gibt es nichts Schwieriger, als die Leistungen, die man erreicht hat, zu bestätigen. Und dort kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen einen Knick gegeben hat, der nachher in die falsche Richtung gelaufen ist. Mhm. Hast du das auch so erlebt, dass es immer einen Knick gibt, den jetzt Uli angesprochen hat, Silvan? Es ist sicher so, dass wenn eine Saison gut verläuft, dass man das Gefühl hat, es geht so weiter. Ja, aber das ist schon in der Vergangenheit mehrfach bewiesen worden, dass es eben nicht so ist, weil der Gegner hat sich auch auf dich ein bisschen einstellen können, wissen, wie du spielst. Und wenn man natürlich immer wieder zwei, drei neue Spieler kann verpflichten kann, bringt das auch eine Abwechslung rein ins Spielsystem. Und von dem her denke ich jetzt, der Schnitt, der jetzt passiert ist, denke ich mehr oder weniger auch zwungenermassen, ist sicher richtig. Und wir werden es sehen. Wir haben jetzt drei Spiele gespielt, sind positive Resultate rausgekommen. Aber ich hoffe, das war erst der erste Schritt von dieser Entwicklung und es wird so weitergehen wie bisher. Du als Captain bist zufrieden mit den Typen, die der Fredi geholt hat? Du musst ja nachher auch als Captain schauen, gerade bei diesen Jungen, vielleicht in einem Ausland, dass du es irgendwo integrieren kannst in die Mannschaft. Ja, ich bin nicht so der sprachbegabte Spieler, sage ich jetzt mal. Da hat es andere erfahrene Spieler, die die Sprache besser beherrschen. Aber klar, es ist nicht nur meine Aufgabe. Es sind generell von den älteren Spielern, von den routinierteren Spielern die Aufgabe, die Spieler können zu integrieren, ihnen das Leben so angenehm machen wie möglich. Im Club, aber auch außerhalb vom Club, dass sie auch ja, sie haben die ganze Familie haben sie nicht mehr um sich herum, weil sie vom Ausland gekommen sind. Und dass man dort irgendwie das Freizeitprogramm auch ein bisschen tut, sie integrieren, ist doch auch sehr wichtig für nachher die Integration für die Mannschaft.
Ist das etwas, was ihr im Moment bewusst fördern, dass man gerade auch die Jungen, die wir jetzt von Simon gehört haben, die aus dem Ausland kommen, versucht, in der Freizeit einzubetten, dass sie sich wohlfühlen? Ja, ich denke, das ist die Aufgabe von jedem Verein. Also, es schaut jeder Verein, dass er seine, vor allem ausländischen Spieler, möglichst schnell so einbetten kann, dass sie sich schnell integrieren können. Das, ich denke, wir haben dort auch mal mit dem Hanu Tihinen nächstes sogar innen noch eingestellt für die Sachen, wo die Jungen gerade so oder die jungen ausländischen Spieler gerade so tut begleiten. Für mich ist das enorm wichtig. Ich bin froh, können wir es im Sekretariat ein bisschen abfangen, Massimo Rizzo, Stefanie Graf, wo mir dort viel helfen, dass die sich schnell wohlfühlen. Das ist Kapital, das ist unheimlich wichtig. Aber du brauchst auch die Mannschaft dazu. Das ist schön und positiv und gut, wenn das die Mannschaft auch merkt, dass das ihnen ja auch hilft, wenn ihr Kollege möglichst schnell an die Leistungsgrenze kommt. Das ist ein Zusammenspiel von allen, das ist so. Was hast du jetzt konkret geschaut, wo die neuen Zugänge geholt hast? Also, es fällt auf, dass du vor allem Spiele geholt hast, die, glaube ich, fast alle ablösefrei waren, oder? Du hast keine Ablösesumme gezahlt. Ja, nein, es sind natürlich immer verschiedene Komponenten, das ist klar. Zuerst musst du mal schauen, das Wichtigste ist immer das Sportliche. Wie passt er rein vom Sportlichen in die Mannschaft hin? Und ich sage, Pedro, du hast wirklich das genaue Bild vom Spieler, das du dort drin willst. Und vielleicht gibt es da, kann ich dazu erzählen, Asmir Kajewitsch, haben wir eigentlich auf dem Video so das Gefühl gehabt, das könnte der sein, der uns die Position auch könnte schliessen. Und wir haben dann Anfang Januar eingeladen und haben dann nur einmal auf dem Platz gesehen, gegen gewohnten Spieler. Und dort hast du eigentlich das Gefühl gehabt, bist du überzeugt, das ist ein guter Spieler, aber das ist nicht die Position so, wie wir sie uns vorstellen. So passt es nicht. Und eigentlich haben wir ihn schon heimschicken, obwohl dass er einen guten Match gemacht hat, obwohl dass du gesehen hast, dass der kann shooten, der passt in das rein, aber nicht so, wie wir uns eben auf der Seite vorstellen. Und dann haben wir die Mitteilung irgendwo hinten gehört, dass der Xavi uns vielleicht verlässt. Und auf dieser Position haben wir ihn gesehen, dann ist er auch behalten worden. Das ist nur zum Zeigen, ich denke, zuerst sicher auch sportlicher. Dann ist das Finanzielle spielt eine Rolle. Also du kannst nicht ein bisschen reinnehmen und dann das Gefühl haben, so, jetzt geben wir das gerade in einer Pause sofort wieder auf. So schnell stellst du auch etwas nicht um. Das braucht schon ein bisschen seine Zeit. Und irgendwo auch die Absicherung, dass du vielleicht im Sommer noch ein bisschen etwas machen kannst oder Korrekturen anbringen. Und schlussendlich ist es vor allem auch das Gleichgewicht in der Mannschaft drin. Ich denke, Stefan Glarner ist ein typischer Transfer. Wo du auch, ich habe dort gesagt, es ist ein Transfer für die Mannschaft. Wahrscheinlich jetzt keiner gross verstanden, aber das ist genau die Meinung. Oder? Das ist sprachlich Typ, Charakter, der reinpasst, wo enorm wichtig sind, wenn du dann zwei, drei ausländische Spieler drin hast, dass du einfach das Gleichgewicht nachher so gleich kannst behalten. Und all die Punkte setzen sich dann zusammen und zu einem ganzen Bild. Und je nachdem, wie gut du das geschaffen bist und wie gut du das analysiert hast, je nachdem schlägt der Spieler ein oder schlägt er halt dann eben nicht ein. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, oder? Wenn du siehst, wenn du die nur auf Video hast und dann schlussendlich vielleicht eben eine Chance hast, um die beobachten oder zu sehen. Ist das viel ein Bauchgefühl, das dir das Gefühl für den Menschen gibt? Oder gibt es da sonst noch Kriterien? Du brauchst das Bauchgefühl und ich denke, es ist auch wichtig. Und darum, all das Video ist auch gut, aber das Live sehen und vor allem dann mit dem Reden, also das ist... Ich glaube, gerade so wichtig, wenn nicht fast wichtiger als alles andere. Aber da muss ich auch dazu sagen, was entscheidend ist, ist auch dort wieder Teamarbeit für mich. Ich sage wieder Massimo Rizzo zuerst, wo man mithilft und das Video anschaut, ist das etwas, ist das nicht. Ich habe nachher Trainer, weil es ist klar, du kannst nicht einen Spieler verpflichten für dich oder wo du das Gefühl hast. Es muss vor allem ein Spieler auch sein, wo Trainer ein gutes Gefühl haben, wo sie sehen, dass der in die Mannschaft ihnen passt, ihnen etwas bringen kann, dass sie wollen mit diesen Spielern arbeiten. Und darum, da gibt es natürlich, das sind nicht nur immer schöne und gute und gemütliche Diskussionen, die du dann mit dem Trainer hast. Das kann ich mir vorstellen. Der Winter wird das nicht nur gemütlich sein. Und das ist das Wichtigste. Ich denke, es wird kein Transfer zustande kommen, wenn sie schlussendlich Nein sagen oder nicht überzeugt sind von dem.
Team. Also musst du möglichst gutes Material bringen, dass du sie möglichst schnell davon kannst überzeugen kannst. Und am Schluss hast du immer noch den Verwaltungsrat oder den Präsidenten, der dann den Daumen nur an der Arbeit tut, je nachdem, wie es finanziell aussieht. Oder ja, wie sie vielleicht dann gleich auch noch ein bisschen das Gefühl haben, wie sie den Spieler sehen. Und gerade der Präsident sagt ja, dass man überrascht sein vom neuen FCZ. Ist das nicht auch noch recht viel Druck für eine Mannschaft, so eine junge Uli? Ja, einerseits kann es Druck sein, andererseits kann es auch als Motivation ausgelegt werden. Wenn der Präsident positiv in die Saison geht, positiv gestimmt ist, dann kann das natürlich auch der Mannschaft einen gewissen Schub geben. Aber zum Freddy noch mal schnell zurückzukommen, ist das Wichtigste wäre eigentlich, dass man ein Scout-Netz hat. Und das ist in der Schweiz einfach noch immer noch nicht so ausgebildet wie im Ausland. Oder wenn ich denke, Bayer Leverkusen, was die für ein Scout-Netz haben in der ganzen Welt, vor allem in Brasilien, darum haben sie immer wieder die guten Brasilianer mit Lucio, mit Augusto, mit Zé Roberto dazu mal. Wäre eigentlich das Scouting-System sehr, sehr wichtig in so einem Verein. Leider haben die Finanzen nicht immer genügt für das, aber das Beste wäre, wenn es Scout hätte, in der ganzen Weltgeschichte verteilt, wo das die Arbeit, die er jetzt erwähnt hat, schon macht. Und dann muss man nur entscheiden, wenn man einen vor Ort hat, nimmt man ihn oder nimmt man ihn nicht. Und muss nicht nur zuerst stundenlang DVDs anschauen, weil das ist eine sehr zeitintensive Aufgabe. Ja. Und Freddy hat, weiss Gott, anders zu tun. Der Trainer hat sowieso anders zu tun, als müssen jetzt DVD anschauen. Und darum wäre eigentlich das Richtige. Ein System, wo aber, ich weiß nicht... Das ist halt eine Budgetfrage am Ende vom... Wahrscheinlich Basel, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, mit einem Scouting-System. Aber ich weiß, wie es in St. Gallen war. In St. Gallen haben wir null Scouting-System gehabt. Und darum musste ich auch immer wieder stundenlang DVDs anschauen. Und dann hat man aber immer noch nicht den richtigen Wert vom Spieler. Weil DVD zusammenschneiden, da kann ich aus wenigen Matchen kann ich eine Top-DVD zusammenschneiden, wo am Schluss komplett anders ist. Oder? Ja, ich glaube, das ist am Ende eine Budgetfrage. Oder? Ich weiss nicht, wie bei euch das Scouting-System aussieht. Habt ihr etwas? Aber du hast auf jeden Fall, glaube ich, so gespielt. Der Saison ist der involviert gewesen, die beiden Transfer von Ramazzotti und dem Pedro. Ja, es gibt verschiedene Sachen. Also, ich habe immer noch sehr viel Kontakt mit ehemaligen Spielern, vor allem, die noch im Ausland sind, wo ich mir so versuche aufzubauen und wo ich natürlich durchgebe, oder wo mir durchgeben, ich suche der Spieler etwa so oder so sieht er ausgesehen, das oder das stellen wir vor und dann kommen sie mit Ideen. Und es ist klar, dass man dort, oder bei uns auch viel zurückgreift auf ehemalige Spieler. Und Scouting, das ist absolut richtig, was Uli sagt, aber ich denke, es ist einfach, Positionierung ist immer ein bisschen die Frage. Wir heute und jetzt als FC Zürich denken, den Schwerpunkt müssen wir klar in der Schweiz setzen. Setzen dort, haben dort auch ehemalige Spieler, die unterwegs sind, die auf dem Fußballplatz sind, die Talente suchen, die dann uns melden und wir dann weiterverfolgen. Und unser Ziel muss ja auch sein, dass wir jedes Jahr 2-3 aus dem eigenen Nachwuchs ins Eis hinein können bringen. Also das ist heute die Positionierung des FC Zürich. Ausländische Transfer, ja, wenn wir den Juric-Ersatz in der Schweiz findet, dann müssen wir ins Ausland gehen. Aber ob ich dann wirklich in jedem Kontingent 2-3 anstellen, wo wir genau den Juric-Ersatz suchen, das da hast du besser ein paar Ehemalige, die auch noch wissen, wie der FC Zürich und du funktionierst. Ich hätte natürlich viel lieber das andere. Und das andere ist auch der richtige Weg, das ist klar. Aber heute und jetzt FC Zürich, für die ausländischen Transfer, die wir machen, und für das, dass die Schweiz so wichtig ist für uns, wenn wir, können wir, tun wir uns das nicht leisten. So. Das Problem ist halt, dass wenn man mit Spielerberatern zusammenarbeitet, also ich weiß jetzt nicht, ob die ehemaligen Spieler jetzt vom FCZ als Spielerberater tätig sind, aber wenn, normalerweise sind ja die Spielerberater, die einem die Spieler vorschlagen. Und die sind leider nicht unabhängig. Also wenn die einen Markt haben und eigene Spieler in diesem Markt sich befinden, dann tun die nicht unabhängig bestimmen, sondern die nehmen dann ihre eigenen Spieler. Und darum ist es ein bisschen eine verzwickte Situation. Obwohl, auch die können gute Tipps bringen, also auch die können gute Spieler präsentieren, aber sie sind nicht unabhängig. Ich bräuchte, als Trainer bräuchte ich einen unabhängigen Berater, in Anführungszeichen, eben einen Scout. Ein Scout, der dann je nachdem wo nicht interessenshalber der oder der Spieler beim FCZ unterbringen. Und das ist dann das, was sich am Schluss beißt. Also
Auch richtig, ja. Und ich denke, in dem Zusammenhang, was wir wirklich auch machen und was wir machen müssen, ist, dass wenn wir einmal so weit gekommen sind, dass du sagst, mal, der Spieler könnte jetzt interessant sein, dann schicken wir einen von unseren Scouts eigentlich auch mal eine Woche vorbei. Haben wir jetzt auch den Winter zwei, dreimal gemacht, wo dann vor Ort ist, dass man sich selber ein Bild machen kann. Wo dann auch der Berater nicht weiss, wer dann wirklich runtergeht und wenn er runtergeht. Dass genau diesen Sachen kannst, aus dem Weg gehen, dass da grosse Beeinflussungen stattfinden. Ja, clevere Idee. Ja. Silva, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja im Sommer auch ablösefrei. Hat der Fredi schon, sind wir schon im Gespräch, wie es im Sommer weitergeht? Nein, eigentlich nicht. Also, ich gebe jetzt noch Vollgas, warte, bis der FCZ auf mich zukommt. Und dann werden wir sehen, wo der Weg wird hinführen. Mhm. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Wenn du kannst wünschen, wo führt er denn hin? Dann würde ich hier bleiben. Mhm. Könntest du dir gut vorstellen? Einmal so ja, mir gefällt es hier. Es ist eben wieder so ein bisschen Aufbruchsstimmung auch mit den Jungen. Spieler und das passt mir eigentlich, dass ich dort kann mithelfen kann, wieder auch eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen. Und ja, jetzt braucht es einfach noch einen Vertrag, der bereit liegt, ja, zum Unterschreiben. Aber grundsätzlich wäre ich, hätte ich Freude, wenn ich hier bleiben könnte. Und du hättest auch Freude, Frivi. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich träume unglaublich ungern von Spielern. Das ist wirklich ist so. Und das ist auch richtig, dass die Gespräche noch nicht sehr intensiv stattgefunden haben. Mhm. Ich wollte auch keine Ausrede suchen oder irgend so etwas. Aber wir haben 7 Spieler, die auslaufende Verträge haben. 5 haben sich jetzt erledigt. Das ist kein schönes Wort, aber es ist irgendwo so, dass du schon verlängert hast. Quartelli zum Beispiel. Oder die Lösungen schon getroffen sind, wie mit dem Johnny oder Juric, die jetzt weg sind, all das. Aber es sind noch 2 offen und 2, ja, die irgendwo auf dem Magen noch liegen. Weil du willst auch wissen, wie es weitergeht und wie du das Ganze siehst. Es war intensiv bis vor 2-3 Tagen. Aber jetzt ist klar, die nächsten Schritte müssen sein, dass du dich jetzt um die kümmerst, die da sind. Wie die Vertragssituationen bei denen aussehen, wie die Zukunft aussehen. Also das sind jetzt die nächsten Schritte. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir von diesen 2 auslaufenden Verträgen den einen oder anderen Spieler auch noch weiter behalten wollen. Das freut dich, Simon, sehr. Jetzt hast du ja unglaublich gute Transfers gemacht. Man redet von 17 Millionen Transfererlösen, die man sich wieder relativieren muss. Weil es hat ja auch noch Investoren gegeben, die sich an gewissen Transfers mal beteiligt haben und Spieleragenten. Was machen die mit dem Geld? Was ist das Ziel mittel-langfristig? Wie will man das einsetzen? Du hast jetzt vorher schon ein bisschen angetan, im Sommer möchte man vielleicht eine oder andere noch holen. Ja, also zuerst muss ich vorausschicken, das ist immer ein Team. Also da bist du nie allein, wo das macht. Also das ist schon mal so. Ja, die Transfers sind plus minus gut gewesen. Es ist etwas gewesen, was man in den letzten paar Jahren immer in Zürich vorgeworfen hat. Man hat keinen grossen Transfer gemacht. Das hast du alle miteinander gemacht. Nein, aber man muss einmal sehen, das sind alles Sachen, die du dir auch aufbauen musst. Du musst dir einen gewissen Namen als Verein aufbauen, wo du mal weißt, dass du nicht einfach ein Angebot von 200.000, 300.000 kannst bringen und dann ist der Spieler weg. Dass du da vielleicht irgendwo Partner hast am Tisch oder Gegner hast am Tisch, wo halt für eine Sache irgendwo kämpfen. Also du musst dir den Namen und den hast du dir auch als FC Zürich das erste Mal machen müssen. Zudem haben wir bis vor ein paar Jahren Vertragssituationen nicht so gehabt, dass wir gross pokern konnten. Man hatte festgeschriebene Ablösesummen. Spieler haben Investoren gehört, die dann noch mitgeredet haben, dass man ihn gerade muss geben oder nicht geben. All das hat man jetzt in den letzten paar Jahren das erste Mal müssen aufräumen und auf eine andere Schiene stellen. Und das ist jetzt soweit. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, den einen oder anderen Transfer, dass wir es so haben können machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Das Geld, auch das weiss man, und das schlägt keine Geissen weg. Der FC Zürich braucht entweder Transfer oder europäische Einnahmen, ja, um das Budget von diesen rund 20, 21 Millionen können bestreiten. Und so wie wir jetzt stehen, können wir nicht sagen, ja, wir sind das nächste Jahr europäisch. Das ist klar. Also brauchen wir eine gewisse Sicherheit.
dass man das Ganze gleich noch kann finanzieren kann, auch die nächste Saison kann finanzieren. Und darum sind die Transfer jetzt schon auch wichtig gewesen. Und darum kannst du auch nicht grad sofort alles zusammen wieder ausgeben. Kommt dazu eben, dass nicht alles so bleibt, wie du überall kannst lesen. Die Zahl stimmt in etwa, aber was dann beim FC Zürich bleibt, ist etwas anderes. Genau, das glaube ich dir sofort. Wir machen an dieser Stelle ganz eine kurze Pause, dann sind wir zurück nach einem spannenden Wettbewerb und dann habe ich doch noch zwei wichtige Abschlussfragen. Bis grad. Kick it, der etwas andere Fußballtalk, wird präsentiert von Ochsner Sport, ihrem Fußballspezialisten und Ausrüster für Fanartikel. www.ochsnersport.ch und unterstützt von Eurosoccer, dem Schweizer Fußballmagazin. Fisherman's Friend, Mint ohne Zucker. Sind sie zu? Bist du zu? Fisherman's Friend, jetzt in neuen aufregenden Geschmacksrichtungen. Finden Sie erotische Abenteuer in Ihrer Nähe. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf seedate.ch. Fantasien werden wahr. Sie haben Talent. Wir haben die Plattform. Snowlife geht in die zweite Runde. Da steht Wintersport, Filmevent für junge, ambitionierte Filmer, die gerne in den Bergen unterwegs sind. Pack dein Snowboard, deine Ski, deine Kamera in Gang auf den Berg, schick deinen eigenen produzierten 60-sekündigen Clip ein auf snowlife.ch und bis dabei. Hey, übrigens, du siehst super aus. Hast du abgenommen? Ja, und das ganz natürlich. Mit Plantoslim. Versuch es doch auch mal. Geh schauen auf plantoslim.ch. Jetzt abnehmen mit Plantoslim. Seid ihr die Muppets? Ja, jetzt hier! Hey! Ich bin ein Muppet! Heute Abend bei Moments on Ice zeigen wir Ihnen die Highlights von der Eisgala Davos. Geniessen Sie den Pirouettenkönig und Weltmeister Stéphane Lambiel oder die Sportlerin vom Jahr und Europameisterin Sarah Meyer. Schalten Sie heute Abend ein zu Moments on Ice mit der Eisgala Davos. Diese Woche bei FIFA Football Mondial besuchen wir einen zypriotischen Fußballclub. Außerdem schauen wir, wie sich der Fußball in Tunesien entwickelt. Und wir sprechen mit einem der ganz Großen im Fußballgeschäft. Heute, 21.30 Uhr, im Schweizer Sportfernsehen. Welcome back in Zurich, where champions meet talents.
BNP Paribas Zurich Open 2012 im Schweizer Sportfernsehen. Legenden wie Marc Philippoussis, Henri Lecomte und Tim Henman zeigen noch einmal ihr ganzes Können. So auch im Doppel mit den besten Talenten der Welt. Das SSF zeigt die Spiele vom 22. bis 24. März live und exklusiv. Seien Sie dabei, wenn ein Stück Tennisgeschichte weitergeschrieben wird. BNP Paribas Zurich Open 2012 wird präsentiert von BNP Paribas. Der etwas andere Fußballtalk wird präsentiert von Ochsner Sport, Ihrem Fußballspezialisten und Ausrüster für Fanartikel. www.ochsnersport.ch und unterstützt von Eurosoccer, dem Schweizer Fußballmagazin. Da sind wir wieder mit Kickit auf dem Schweizer Sportfernsehen. Den Fokus haben wir auf den FC Zürich gerichtet. Bei uns ist der Sportchef, der Freddy Bickel, zu Gast. Zusammen mit dem Silvan Eggeter, dem Captain, und der Uli Furte ist heute unser Experte. Wir haben es gerade zum Anfang an etwas zu gewinnen, und zwar 2x2 Tickets für das Freundschaftsspiel Schweiz gegen Argentinien am 29.02. Offeriert wird der Wettbewerb übrigens von Ochsnersport. Schickt ein SMS mit dem Keyword KICK als Zielnummer 700 oder ihr könnt natürlich auch eine Postkarte schicken. Für all die, die dann immer noch kein Ticket haben, es gibt eine andere Möglichkeit. Am 29.02. könnt ihr in die Ochsersportfiliale in Bern gehen, euch dort als Schweizer Fan outen. Und wenn ihr genug schnell seid, habt ihr ebenfalls noch 2 Tickets. Wir sind schon fast am Schluss, Freddy. Wann ist die Mannschaft so weit bereit, dass sie das Gefühl haben, ihr könnt etwas reissen? Ja, am liebsten morgen schon. Das ist, nein, aber es gibt aber wie lange Wunder. Ist eine Zeit? Oder was ist so dein Horizont? Du hast ja bestimmt mit dem Urs zusammen eine Vorstellung gemacht. Ja, also der Zeitplan war wirklich der, den Februar überstehen. Irgendwo auch, wenn es mal nicht klappt, dass man nicht nervös wird. Das ist im März sich langsam auffangen, im April für Freude und im Mai für Überraschungen sorgen. Und vielleicht geht es dann die Rechnung irgendwo am Schluss auf. Nein. Du kannst kein Wunder, es wird seine Zeit brauchen, das ist klar. Auch wenn dir schon vieles viel Freude macht, es wird Rückschläge geben, wie jetzt auch der letzte wieder war. Du musst den neuen Zeit geben, du musst den jungen Zeit geben. Das ist nicht etwas, das von heute auf morgen funktioniert. Und jeder, der das glaubt, ist irgendwo ein Träumer. Fußball, die Wahrheit ist auf dem Platz. Und das, so ein Umbau braucht auch seine Zeit. Aber ich wollte das nicht als Ausweg gelten lassen. Im Gegenteil, ich will schon ein Bild sehen in dieser Saison. Und vor allem erwarte ich, dass wir ab der nächsten Saison wieder vom Spitzenklub reden und nicht irgendwo von einem Club, wo sich im hinteren Mittelfeld tummelt. Was heisst das konkret, mittel- bis langfristig, ein Spitzenklub für dich? Nein, Zürich, so wie wir aufgestellt sind, der Stand heute, Marke Zürich, wir müssen jedes Jahr um die europäischen Plätze mindestens können mitspielen. Silvan, du kommst bald retour, zum Glück. Verletzungen ist soweit schon fast wieder okay. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt für die Rückrunde? Ja, sicher so schnell wie möglich zurückkommen in die Mannschaft. Auch Ernstkämpfe können zu bestreiten und dann eben auch zukunftssicher schauen, wo das der Weg noch führt. Ob ich hier bleiben in Zürich oder ob ich noch einen anderen Unterschlupf finde. Uli, vielleicht noch schnell zum Schluss. Das Potenzial des FC Zürich momentan mit dem neuen Gesicht, wie siehst du das? Ja, das Potenzial beim FCZ ist gross, muss auch gross sein. Der FCZ ist ein Verein, der Freddy hat jetzt ein bisschen tief gestapelt. Die europäischen Plätze hat er genannt. Für mich ist der FCZ unterdessen so weit, dass er um den Meistertitel mitspielen muss, langfristig. Und das müsste eigentlich das Ziel sein, meiner Meinung nach, mit dem Potenzial, mit diesen Strukturen, auch mit dem Budget. Aber wie er es richtig gesagt hat, Freddy, es ist so, dass es Zeit braucht. Eine Mannschaft braucht Zeit. Man kann nicht die einzelnen Spieler auswechseln und das Gefühl haben, dass es genau gleich weitergeht. Aber langfristig gesehen muss der FCZ schon die Ansprüche an sich selber haben, können ganz, ganz vorne in der Spitze mitzumachen. Es ist nicht umsonst, dass in den letzten paar Jahren zwei Meistertitel mit dem Favre, dritte Meistertitel mit dem Chaland, letztes Jahr im letzten Spiel den vierten Meistertitel verpasst. Also so eine Historie muss um die Spitze mitspielen, ganz klar.
Wie gefällt denn dir persönlich jetzt das neue Gesicht vom FC Zürich? Die unglaubliche Verjüngung. Gut. Junge Gesichter gefallen einem Trainer immer besonders gut. Vor allem dann, wenn man einen Verein hat, der hinter einem steht und einem auch Zeit gibt, wenn es nicht so laufen sollte. Eben, der Februar ist jetzt erstaunlich gut verlaufen. Es kann sein, dass es dann ein Tief gibt, wenn man jetzt gesehen mit diesen jungen Spielern, jetzt Dürmütsch als Beispiel, wo den Sack zumachen gegen den FC Thun, hat die falsche Entscheidung getroffen, leider. Aber das muss man einem jungen Spieler zugestehen. Das passiert in allen Mannschaften. Passiert das. Aber wichtig ist, dass man ihm Zeit gibt. Und dann bin ich überzeugt, dass da auch die jungen Spieler dann den Sprung definitiv schaffen. Mhm. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Zum Schluss würde es mich sehr freuen, wenn ich mir jetzt nämlich extra mal so ein Studio. Wir haben extra ein paar Shirts von euch organisiert. Wenn ihr mir das schnell würdet unterschreiben. Das geht nämlich nachher zu uns auf die Facebook-Seite. facebook.com/ochsnersport. Dort gibt es das T-Shirt unterschrieben von Freddy Bickel, Silvan Egerter und Uli Forte. Ich auch. Gleich noch mal schnell zu dir, Silvan, wenn die da unterschrieben sind. Das neue Gesicht. Es ist, glaube ich, auch viel Arbeit. Hat sich in deiner Rolle etwas verändert? Bist du jetzt mehr die Vaterfigur und die Identifikationsfigur geworden? Ja, wir haben natürlich schon drei Spieler mit dem Djuric, Margera und Alphonse verloren, die die Rolle auch übernommen haben. Mhm. Und mit den Jungen geredet haben. Und jetzt sind halt andere wieder, die in diese Verantwortung kommen müssen. Und da bin ich sicher auch als Captain einer davon, der diesen jungen Spielern will und muss helfen. Mhm. Und wenn sie Ratschläge haben, können sie zu mir kommen oder zu den anderen. Und wir helfen denen gerne weiter. Und es ist ja auch in unserem Sinn, dass sie Schritte vorwärts machen. Und so werden sie besser und helfen der Mannschaft auch mehr. Mhm. Danke vielmals. Gut, dann schnell deine Unterschrift. Ja. Nächste Woche übrigens geht es bei uns natürlich weiter. Dann reden wir über die Entwicklung im Fußball in den letzten paar Jahren. Das Shirt gibt es also auf facebook.com/ochsnersport mit den Unterschriften drauf. Danke vielmals, dass ihr da seid. Der Uli Forte wird uns bei auch nächsten Montag nochmal einmal. Das freut mich sehr. Gerne. Und Sie sehen ich hoffentlich am nächsten Montag wieder, 22.15 Uhr, direkt nach der Challenge. Gute Zeit, also miteinander.